Herr Bartelt, 20 Jahre, das ist eigentlich gar nicht so eine lange Zeit. Sie schreiben in Ihrem Artikel, die Menschen, die Österreich so verändern, wie Sie es sich wünschen, wie Sie Österreich sich vorstellen in 20 Jahren, das sind Menschen, und jetzt zitiere ich, die in ihren kraftvollsten Jahren viele Chancen bekommen haben. Wenn ich von den kraftvollsten Jahren spreche, dann meine ich natürlich schon Erwachsene, meistens jüngere Erwachsene, so vielleicht von 30 bis 40, wo man die Chancen bekommt, auch wirklich ins Leben einzusteigen und an Positionen zu kommen, wo man was verändern kann oder wo man eine Veränderung in diesem Land bewirken kann. Das sind Positionen in der Politik, das sind Positionen in der Wirtschaft, also in Unternehmen, das sind Positionen auch in Verbänden, in Wohlfahrtsverbänden oder in Vereinen. Also Positionen, wo man Aufmerksamkeit erfährt. Sie müssten sich sehr engagieren für Benachteiligte, für Menschen, von denen man auf den ersten Blick sagt, die gehören vielleicht gar nicht dazu oder die haben eh nichts hier zu suchen oder die können eh nichts beitragen. Und diesen Menschen müssten Sie das Vertrauen geben, dass auch sie gewollt sind und dass sie sehr wohl was für unsere Gemeinschaft, für unseren Staat, für unsere Gesellschaft tun können. Sie müssen aber auch an die sogenannten Leistungsträger der Gesellschaft herantreten, sie zu Höchstleistungen anspornen. Aber diese Höchstleistungen bestehen nicht nur darin, Gewinne zu machen, sondern eine Balance zu finden zwischen wirtschaftlichen Erfolgen und sozialer Kompetenz, sozialer Wärme, sozialem Ausgleich. Menschen, die Österreich so verändern, die müssten Menschen, die benachteiligt sind oder sich benachteiligt fühlen, wieder das Vertrauen geben, dass sie gewollt sind. Wie macht man das? Ich glaube, das Allerwichtigste ist, dass er nicht in seinen geschlossenen Kreisen bleibt von Menschen, die genauso sind wie er oder sie, die sich nur wechselseitig im Kreis bestätigen, wie toll sie sind und wo man sich über alles einig ist, dass er sich Gelegenheiten sucht in der Nachbarschaft, in einem Verein, vielleicht in einer kirchlichen Organisation, in einer politischen Organisation, mit Menschen in Verbindung zu treten, die nicht so aufgewachsen sind wie er oder sie, die von vornherein nicht so denken, und die ihn daher auf diese Art und Weise herausfordern. Auf diese Art und Weise herausfordern, indem er sagt, Moment einmal, was geht in diesem Menschen vor, dass der jetzt so redet? Ja. Darf ich Sie fragen, woher Sie kommen? Ja, ich komme aus einer sehr bürgerlichen Beamtenfamilie. Was tragen Sie mit sich rum? Naja, ich bin sicher ein Mensch, der sozusagen das konventionelle, konservative Denken eher von seinen Eltern mitbekommen hat. Und der sich daher bemühen muss, auch die Dinge mal anders anzuschauen. Wenn wir sagen, wir teilen jetzt die nächsten 20 Jahre in 4-5-Jahrespläne auf. Und sagen, ja, so dorthin wollen wir wollen Österreich so verändern. Haben Sie da für uns vielleicht so ein paar Anhaltspunkte? Also ich kann Ihnen jetzt sicher nicht spontan so ein durchgängiges System von 5-Jahres-Programmen entwickeln, aber ich kann schon Beispiele geben. Ich glaube, das wirklich Entscheidende wäre, dass man eben jenen Zielkatalog, den ich einmal grob unterscheiden würde in wirtschaftliche, soziale und ökologische Ziele, dass man für alle diese drei Dimensionen sehr konkrete, durchaus auch messbare und daher überprüfbare Ziele vorlegt. Also beispielsweise, wie soll es jetzt mit den CO2-Emissionen ausschauen?
Wie soll es ausschauen? Wie viel sollen die Menschen an Einkommen haben, die vielleicht durch den sozialen Ross durchgefallen sind, also die man heute als Mindestsicherungsbezieher bezeichnen würde? Wie weit sollen wir, um ein wirtschaftliches Ziel zu nennen, mit der Digitalisierung der Wirtschaft fortgeschritten sein? Also wie sehr kann ich davon ausgehen, dass Unternehmen Onlinehandel betreiben, um irgendetwas zu sagen? Also ich glaube, man müsste sich so einen Zielkatalog, der aus all diesen Dimensionen besteht, hernehmen und sich dann schon ambitionierte, aber trotzdem erreichbare Ziele vornehmen, die aber eben all diese Bereiche betreffen. Ich gehe jetzt auf ein Detail. Sie haben auch geschrieben, in diesem Österreich, in 20 Jahren, müssen wir nicht mehr über Gleichberechtigung zwischen Frauen und Männern streiten. Wie haben wir denn dieses Problem gelöst? Ich glaube, dass das als allererstes eine Haltungsfrage ist, die aber eingelernt werden muss durch bestimmte Vorgaben. Weshalb ich zum Beispiel der Meinung bin, dass eine sprachliche Ausdrucksweise, wo man beide Geschlechter mitnimmt, ganz, ganz wichtig ist von der Symbolik. Vielleicht ist es dann in 20 Jahren wieder nicht mehr wichtig, aber solange die Gleichberechtigung in den Herzen noch nicht da ist, ist das wichtig. Oder ich habe es als wahnsinnig wichtig symbolisch empfunden, den Text der Bundeshymne zu ändern und dergleichen mehr. Und Ähnliches passiert heute, wenn über Quoten für Aufsichtsräte, also Frauenquoten in Aufsichtsräten diskutiert wird. De facto ist es wohl so, dass die Gleichberechtigung der Geschlechter erst sehr, sehr langsam eintritt, weil wir alle, und zwar Männer wie Frauen, bestimmte Rollenbilder eingeimpft bekommen haben und die lassen sich nicht durch Beschluss des Hirns sozusagen von heute auf morgen ausschalten. Mhm. Und ich habe schon ein bisschen die Vision gehabt, dass im gesellschaftlichen Leben einmal der Unterschied zwischen Mann und Frau so irrelevant werden könnte wie zwischen, sage ich jetzt einmal, schwarzhaarigen und blonden Menschen oder so irgendetwas. Und wir würden einfach ganz banal, wenn es dann darum geht, ich schreibe einen Artikel, dann würden wir die weibliche und die männliche Form verwenden. Und ich würde mich und wir würden uns nicht mehr darüber aufregen, dass das so fürchterlich kompliziert ist. Das hat halt auch einen Preis. Wir würden uns nicht drüber aufregen. Und über die Quotenfrauen würden wir uns auch nicht aufregen. Also, ich glaube, dass man all diese Dinge, die so einen Widerstand auslösen, dass man die wirklich nur als Instrument sehen muss, um etwas zu verändern. Mhm. Ich bin bei den Quotenfrauen auch nicht erfreut, aber ich kann es irgendwann einmal verstehen, dass diejenigen, die für diese Regelungen verantwortlich sind, sagen, also wenn wir jetzt nur warten, dass von selbst was passiert, dann warten wir noch 150 Jahre. Mhm. Und so werden halt dann solche Dinge vorgegeben. Und alleine das Bemühen, Quoten zu erreichen, ist schon wahnsinnig wichtig. In Österreich im Jahr 2039, in 20 Jahren oder 38, können wir auch größere Bauvorhaben umsetzen, ohne dass die Menschheit schreit oder ohne dass ganz viele Menschen schreien, weil wir sozusagen grundsätzlich ja wissen, dass wir ein umweltbewusstes Leben führen. Also natürlich gibt es nie die objektive Wahrheit, wann jetzt die Ausnahme da ist und wann sie nicht da ist. Ich persönlich glaube, dass es eine richtige Entscheidung ist, die dritte Flughafenpiste zu bauen. Aus dem einfachen Grund, weil der Flugverkehr, da ist eher die Auswahl, findet der jetzt in Wien oder in Bratislava statt. Aber ich finde es überhaupt nicht richtig, dass der Flugverkehr steuerlich extrem begünstigt ist. Mhm. Und jetzt verstehe ich zwar die Argumente, dass man das zumindest auf der europäischen Ebene lösen müsste, aber dann müsste man es halt auch einmal lösen. Mhm. Es ist ja eigentlich so, also wenn ich denke an meine Mutter oder meine Eltern,
dass deren ökologischer Fußabdruck viel, viel geringer ist, weil sie gar nicht das Geld dafür haben, so ist es, so zu konsumieren, ist da nicht die Gefahr, dass eigentlich die, die eigentlich eh nicht anders können, eigentlich die sind, die ja dann mit dem Dieselauto bestraft werden? Also ich weiß nicht, ob jetzt ein Fachmann im Agrarwesen mir widersprechen würde, aber ich behaupte, dass Erdbeeren, die sie im Weinviertel ernten und dann essen, viel besser schmecken als die, die sie schon 2 Monate vorher aus Südspanien importiert im Supermarkt kaufen können. Und vielleicht sollten wir uns einfach daran erinnern, wie gut Erdbeeren sind. Und dann sagen, warum soll ich die essen, die da irgendwie halbgrün hergebracht werden? Also die lange Vorfreude auf die guten Erdbeeren wäre eigentlich viel mehr wert als sozusagen schon vorher. Ja, und dann kann ich ja auch Technik einsetzen und diese guten Erdbeeren einfrieren. Und dann kann ich im November auch irgendeine Erdbeersoße essen.